Auch klatschen, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React von Mordix und Saki auf Pete's Meat kocht. Mhm. Heute gibt es Milchschnitten. Ja, Felix, Milchschnitte heute. Ich sehe da schon Kakao, das heißt, die machen auch den Biskuit, ja, wahrscheinlich Biskuitteig wird das wohl werden, den die da machen. Ja. Dann so eine Milchfüllung, mal gucken. Wäre ja blöd, wenn sie nur die Milchfüllung machen und den Biskuit machen. Stimmt. Ja, dann Milch. Also, keine Milchschnitte. Ich bin gespannt, ob heute wieder alle dabei sind. Da hoffe ich doch. Hm. Ah, legen wir mal Fangen los. Fangen wir mal an. So, geil. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pete's Meat kocht. Heute machen wir Schnittchen, und zwar die aus Milch. Keine machen wir Milchschnitte. Und das machen wir einfach mal selber. Ich weiß zwar noch nicht genau wie und wo und was, aber wird schon. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge, eigentlich nicht wenig, an Zutaten. Hm. Sieht so simpel aus, da kann echt nichts schief gehen. Also nein, ich meine, ich gehe jetzt mal ganz aus dem Fenster. Das ist so simpel, das wird jeder können. Und man erkennt an den Zutaten direkt, dass wir backen und nicht kochen, denn die Zutaten machen auf Anhieb nicht allzu viel Spaß. Die Kamera auch nicht. Wir brauchen Butter, Milch, Zucker, Joghurt, Mehl, eigentlich Vanillearoma, aber Sally. Wir haben natürlich echten, also Vanilleextrakt aus echter Vanille von Sally, weil meine Freundin Fan ist. Backpulver, Kakao zum Backen, habe ich extra Kakao, verstörend irgendwie. Nicht normalen Kakao, Eier, Zucker und Vanillinzucker, da haben wir dann nicht die echte Vanille. Lustig, wenn es auch noch komplett lippensynchron wäre. Milchschnitte. Und das ist es. Danke, Bram. Das ist eine simple Zutat. Ja. Das war eigentlich schon. Das super gemacht. Also. Hopp, hopp. Die kalte Milch in eine Kasserole geben und das Mehl mit einem Schneebesen einrühren, so lange rühren, bis keine Klümpchen mehr da sind. Nun den Herd einschalten und die Mischung unterrühren, aufkochen. Ja. Kasserole ist ein Topf, oder? Ja. Was war denn eine Kasserole nochmal? Das ist ein Topf mit Stiel. Ich weiß nicht, warum Topf mit Henkel nicht geht. Aber hey, wer bin ich, einfach sowas zu beurteilen und in Frage zu stellen? Es war einfach nur ein Topf mit Stiel. Willst du mich verarschen? Schreib doch einfach Topf mit Topf. Stiel. Kasserolle, Alter. Ja, in der Küche, sagen wir mal ganz ehrlich, warum gibt es in der Küche irgendwelche komischen Namen immer für irgendwelche Gegenstände, ja? Die keine Sau benutzt, damit man die teuer in einem Restaurant verkaufen kann oder damit Peter sich gut fühlt, weil er so viel über die exquisite Küche und Jacques Le Peu weiß. Ja, Peter, hab ich dich gedisst. Wie hieß er? Jacques Dingenswurmens da aus der letzten Folge. Ja, ja. Ach, ist wirklich so. Warum heißt ein Topf mit Stiel, warum hat der einen anderen Namen? Ja. Mit, warum? Man kann auch einen normalen Topf hier nehmen. Natürlich. Das ist so blöd. Ja, Topf Henkel ja oder eine Pfanne. Eine Kannst du auch eine Pfanne machen? Jay, willst du eine Pfanne machen? Die hat auch einen Stiel, zumindest. Das geht alles. Ja. Theoretisch ist das Schwachsinn, da zu sagen, das muss da und da drin gemacht werden. Das ist, glaube ich, einfach von früher, dass es dafür nur einen Milchtopf gab. Ja, da hieß das Milchtopf und nicht Kasserolle. Ja. Ah, gut. Wir haben ja auch zwei Milchtöpfe noch. Ist auch ein schönes Bild. Oh. Ach, wir noch langsam länger bei ihm wieder, ne? Und Jacques Le Peu weiß. Ja, Pella, hab ich dich gedisst. Doch, weil jetzt werde ich dich im React nochmal dissen. Das Mehl mit einem Schneebesen. Das ist aber ein großer Stiel für so einen kleinen Topf eigentlich. Keine Klümpchen mehr da sind. Oh, das heißt, die gehen davon aus, dass Klümpchen da sind. Geil, bis keine Klümpchen mehr da sind. Ich sehe nur Klümpchen. Das sieht ja fast aus hier wie bei Julius. Wenn du die Flasche falsch gemacht hast, dann sieht das auch so aus. Nee, geil. Ich möchte kurz sagen, ich habe einen Arbeitsschritt fertig. Auf den Herd. Ohne den. Oder. Die haben da Backpulver jetzt reingemacht, oder was? Mehl. Nee, oder das Mehl halt vorher so ein bisschen halt in so ein bisschen Milch schon mal vorweichen und das dann da reinkippen. Das wäre auch gegangen. Den Herd zu versauen. Ist das geil oder was? Nun den Herd einschalten. Unter Rühren aufkochen. Sobald es kocht, den Topf vom Herd nehmen und die Hitze auf kleinste Stufe stellen. Etwa 2 bis 3 Minuten köcheln lassen. Unbedingt dabei rühren und so lange weitermachen, bis ein fester, rissiger
Teig entstanden ist. Teig. Unbedingt dabei rühren und so lange weitermachen, bis ein fester, rissiger Teig entstanden ist. Ja. What the fuck? Ein Teig? Das ist Milch. Also ja, aber das ist doch super flüssig. Pete's Meat kocht. Geile Schürzen. Jetzt im Shop. Gönnt euch. Daraus soll ein Teig entstehen. Einfach nur mehlen mit Milch und das dann aufkochen und einkochen. Ohne voll abgefahren. Immerhin lernen wir heute wieder was. Oh ja, hier passiert wirklich was. Aber letztes Mal war auch schlimm. Also ich bin da nicht so klar gekommen, wo sie auch so nett getan hat. So, das, auch noch beschäftigt. Das hat nicht gepasst. So, das, nee, hat einfach nicht. Ob man rühren soll. Was ist denn hier los? Muss man ja weiter rühren, sonst wird das ja fest. Aber das hier ist öde. Oh, shit. Da setzt sich was ab. Oh, das wird ja übelst fest. Wollen wir eine Mehl drin machen? Das wird ja voll schnell fest. Was ist das denn jetzt? Das haben wir Milchreis hier, oder was? Alter. Er muss echt immer die ganze Zeit rühren, ansonsten wird das hart. Okay, ganz ehrlich, dann ballern wir jetzt. Wenn ich die ganze Zeit dabei rühren muss, dann will ich Hitze haben. Alles klar, wir gehen rüber zu den Eiern. Die Milch, die macht das schon. Handrührer, check. Kakao, Backpulver, Quatsch. Oh, stimmt. Warte mal, das wird anbrennen. Benutzt. Vanillearoma. Wenn ihr es so das probieren. Ja, natürlich, das sowieso. Ah, jetzt ist ein bisschen auf dem Löffel. Achtung. Also schmeckt schon so, wie es riecht, aber nicht auf so eine angenehme Art und Weise. Nee. Habe ich damals aber auch gemacht. Das, genau das, dieses Aromazeug, so, das hat meine Mutter auch viel benutzt gehabt beim Backen und so. Auch immer probiert so. Also einige Sachen schmecken überhaupt nicht davon, weil das schmeckt so ganz anders. Wieso? Das Rumzeugs, das war geil, ja. Nee. Doch, das war geil. Aber die anderen so, das. Ja. Schmeckt nur im Teig. Ja, aber statt zu Rum-Aroma kannst du auch lieber echten Rum dann nehmen, zum Beispiel. Das, oder allgemein statt zu Aromen kannst du lieber das echte nehmen, das ist viel besser. Und, aber für ein paar Waffeln hole ich mir keine Vanilleschote und kratze die da rein. Ja, okay. Den Rest der Vanilleschote, also das Stielzeug kannst du dann ja an Zucker legen, dann hast du gleich Vanillezucker. Stimmt. Kleiner Tipp. Ja, klar, ich könnte es auch. Was sagt die Milch? Oh. Alter, was passiert denn hier? Hä? Was ist das denn jetzt? Haben wir einen Scheibenkleister oder? Alter, der wird ja hart. Das wird so hart. Bis ein fester, rissiger Teig entsteht. Okay, ja, das tut's gerade. Ach, wie das Brandteig? Holy moly. Oh, shit. Oh fuck, das wird ja wirklich. Was soll das denn? Oh nee! Da ist der Herd dahin. Guck dir das mal an, was hier drin ist. Da sind ja so richtige Lappens drin. Lappens? Das sieht aus wie Spider-Man. Richtige Lappens. Da ist der Herd dahin. Guck dir das mal an, was hier drin ist. Da sind ja so richtige Lappens drin. Ist der neu? Das sieht aus wie Spider-Man. Tschüss! Okay, wunderschön. Alter, Mensch! Nach 2-3 Minuten. Alter. Sieht aus wie Kartoffelpüree. Aber ist kein Kartoffelpüree. Ist das schon was gemeint ist? Chris hätte es probiert. Ein dünner, rissiger Teig in Anführungszeichen. Ist das schon was gemeint ist? Etwa 2-3 Minuten köcheln lassen. Wie soll denn hier überhaupt irgendwas köcheln? Das ist ja direkt fest geworden. Ich glaube, beim ersten Mal kann man das eigentlich nur verkacken, weil es ist sehr eigenartig, was hier passiert. Das habe ich noch nie gesehen. Was passiert hier auf molekularer Ebene? Ist ein Döner. Ich bin verwirrt. Das ist ein dünner, rissiger Teig. Ich würde sagen, ja. Das ist jetzt einfach. Das ist das, was gewollt ist. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Wollen wir das durch Rühren noch retten oder machen wir das neu? Ja, ich würde es neu machen. Do it again! Ja, also, ich habe und im nächsten Schritt noch 100 Gramm brauche. Da sind schon die Körbchen noch rumschwimmen. 122 Gramm drin. Gehe ich mal nicht davon aus, dass 100, also dass 20 Gramm 5 Esslöffel ersetzen. Deswegen werden wir hiermit einfach weitermachen müssen. So blöd es klingt. Und da heute Sonntag ist, ist neues Mehl kaufen eher schwierig. Ja, ich kriege die Klumpen da nicht mehr raus. Ach, Sonntag schön für 5 Euro Mehl an der Tankstelle gekauft. Ist so. Einmal Deluxe-Mehl zu mitnehmen. Ja. Ja, meine jetzt. 3 Stunden. Okay, Versuch Nummer 2. Meine Eltern hatten Mehl. Ach, die Eltern, nicht die Tankstelle. Das wär's, wenn jetzt die Milch... Jetzt vielleicht die Milch nicht mehr hätte. Muss trotzdem jetzt klappen. Ich hab zwar jetzt irgendwie ganz viel Mehl... Hä? Wieso geht noch nicht auf? Hallo? Ich bin zu schwach, die Milch aufzumachen. Stimmt noch nicht. So alle die gute Tuffi-Milch haben. Okay, der Verschluss ist... Ah, hab ich auch nicht gehabt. Oh. Falsch draufgeschraubt. Das ist ja auch mal neu. Was ist denn heute los? Heute ist echt... Der Wurm drin, jetzt kann ich die Milch nicht mehr zumachen. Hä?
Ja. Ja. Und jetzt kannst du mich wahrscheinlich eine Viertelstunde beim Rühren filmen. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Pete's Meat Challenge. Pete's Meat rührt. Ja. Normalerweise dort ist ein bisschen bis Milch kocht. Oh. Oh, lass es bitte nicht wieder stehen. Bitte rühren. Rühren? Ja. Boah, da hast du eine Sekunde nicht da hingeguckt und schon geht der Spaß los, dass der Scheiß sich da unten absetzt. Das wollte gerade schon wieder anfangen. Das kann wohl nicht wahr sein. Ja. Wird schon schwerer zu rühren. Ja, holy shit, Alter. Das wird ganz schön fest mittlerweile. Also ich glaube, wir haben den Status von festem, rissigen Teig erreicht. Das ist gut. Herd aus. Ja. Sehr gut. Oh, Schritt 1 fertig. Mein Gott. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Für den Biskuitteig ein Backblech mit Backpapier auslegen. Das darf gerne ein Stück über das Blech stehen. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben ja vor einiger Zeit so Rollbraten und so Geschichten gemacht. Und Dennis Bram hat was vergessen, das Backblech sauber zu machen. Deswegen. Oh nein. Der hat gerade so. Ich kann natürlich jetzt schlecht einfach Biskuitteig drauflegen, runtergefallen. Sauber gemacht werde von mir. Deswegen muss das Ganze ohne Backblech funktionieren. Und deswegen werde ich einfach eine Auflaufform benutzen und hoffe, dass das trotzdem funktioniert. Okay, damit das könnte klappen. Aber vielleicht so lange wieder in entweder ein Tick heißer machen in den Backofen oder ein bisschen länger drin lassen dann. Nun die Eier in einer Schüssel mit dem Handrührer oder in der Küchenmaschine mehrere Minuten lang schaumig schlagen. Wenn die Eimasse richtig schön viel geworden ist, den Ofen schon mal auf 180 Grad vorheizen. Das können wir jetzt ja schon mal machen. Eier, wir wollen Eier, wir wollen Eier. Wollen wir wieder Backpapiermann sehen? Nee, aber er hat eine rote Unterhose an. Wow. Ja, das war die Ei. Das war die einhändige Methode. 1, 2, 3, 4. Geil. Okay, laden. Rohr 1 geladen. Rohr 2 geladen. Wir haben Rohr 1 verloren. Siehste, das passiert bei der Bundeswehr auch immer heutzutage. So, Herr Kaloi, Feuer frei. Könnte ich sein. Was müssen wir denn danach machen? Nun die Eier mit dem Handrührer lange Schaum schlagen. Wenn die Eiermasse richtig schön geworden ist, den Ofen schon mal vorhalten. Dann Zucker und Vanillinzucker unter die Eier rühren, bis es sich komplett aufgelöst hat. In einer anderen Schüssel Mehl, Salz, Backpulver und Kakao mischen. Okay, also wollen wir zweite Schüssel. Wir sind ja multitaskingfähig. Mehl kommt in die andere Schüssel. 100 Gramm. So, 100 Gramm. Erstmal den Rest aus der Tüte leer machen. Sehr gut. Okay. Wäre nice. Warte mal. Okay. Nein, okay. Oh Gott. Oh also, Gott. Das wär... Also diese... Aber das sieht sehr ordentlich aus. Er hat da den Mixer in der Schüssel mit der anderen Hälfte auf dem Stiel vom, von der Kasserolle. Mhm. Aber was ist das da vorne für ein Gerät? Unter seinem Arm. Ich glaube, da ist ein Mehl drin, oder? Ist das nicht eine Dose? Hä? Ist das... Wenn du ein Stückchen weiter machst, können wir das sehen. Okay. Ich bin jetzt fast in die Hose gegangen. Das sieht gut aus. Da, das sieht auch aus, als hätte einer Spülmittel reingeschüttelt. Ist auch richtig schön schaumig. Den Zucker und den Vanillezucker zu den Eiern rühren. So, also kommt jetzt der Zucker und eine Packung Vanillinzucker. So, bis er sich komplett aufgelöst hat. 60 Gramm Zucker. Und wie viel? 2 Päckchen Vanillinzucker. Und weiter. Das geht aber auch so. Zucker und Vanillezucker. Das ist wie eine selbstgebaute Küchenmaschine. Peter wäre jetzt richtig neidisch, da irgendwo weil seine hin. Küchenmaschine nicht so cool ist. Ja. Bis wann muss das? Wann ist Eischnee schaum? Ich hab so gelacht, wenn er so getanzt hätte da rum und dann zack, das fliegt raus und der kriegt da ganz ins Gesicht. Oder, so. Oder wenn die andere Richtung Schale wäre runtergefallen. Oh. Oh. Er lebt gefährlich. MacGyver gekommen. Ja. Oh Gott. Ist eigentlich nie fertig. Es sollten sich kleine Spitzen bilden, aber wenn man mit einem Messer durchschneidet, so erkennt man, ob der fertig ist. Perfekt. Weil der Schnitt sollte dann zu sehen sein. Nee. Ja, okay. Dann mischen wir wohl noch lieber ein bisschen. Hat er gesagt Eischnee? Hat man für Eischnee dadurch trennt? Eigentlich? Sieht besser aus. Ich bin auch gerade ein. Das ist schon fast gut, würde ich sagen. Okay, ich sag jetzt einfach mal, dass das gut ist. So sehen unsere Luftbläschen hier im Ei-Ding aus. Okay. Sieht noch so, nicht fertig in aus. Einer anderen Schüssel Mehl, Salz,
Backpulver und Kakao mischen. Wir tun jetzt aber mal so, als wenn das ungesüßter Kakao wäre. Weil er nicht ist, wie wir alle wissen. Das sind 75 Gramm Zucker und 100 Gramm. Ja, das ist okay. Na, stopp! Nein! Ah, wieder ein Gramm zu viel. Hurra! Der folgende Schritt, oh mein Gott, ist der wichtigste, denn er ist der einzige, wo etwas schief gehen kann. Ja. Ich war etwas zu länger. Genau. Mit einem Sieb die Mehlmischung auf die Eimasse sieben. Nur mit einem Kochlöffel mit Loch drin zur Hand nehmen und die Mehlmischung unterheben. Dazu wirklich den Löffel von oben nach unten bewegen, statt von links nach rechts. Okay, mach das ganz langsam gemächlich. Anschließend die ganze Masse aufs Backblech streichen und 15 Minuten backen. Okay, dann machen wir das mal. Dann sieben wir das jetzt mal drunter. Das jetzt ganz vorsichtig unterheben. Von unten nach oben. Von unten nach oben. Drunter heben. Drunter heben. Ganz langsam drunter heben. Okay, das ist irgendwie gruselig. Vor allem mit meinem Loch klappt das nicht so ganz. Warum nimmt er nicht einfach Pfannenwender? Wäre viel einfacher. Ich höre die ganze Zeit schon so ploppen. Das mischt sich ja überhaupt nicht. Okay, ich glaube, das dauert noch ungefähr 3 Jahre. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, kann man auch ein bisschen schneller machen. Alles direkt da drauf tun sollen. So, aber dann heben wir das dann runter. Beim Rühren sieht das richtig aus, bei den anderen irgendwie noch nicht so. Wäre ich voll smart gewesen, die Sachen alle in die Eierschale zu tun und dann zu rühren. Langsam und entspannt. Ja, ich würde sagen, das ist verbunden. So, das sollen wir jetzt auf dem Backblech. Aber haben wir das richtig gut aufgehen. Die Masse auf das Backblech streichen, 15 Minuten lang backen. Okay, dann machen wir hier einfach mal ein bisschen Platz. Also wegen den 5 rohen Eiern werde ich jetzt mal davon absehen, den Teig zu probieren. Das backt jetzt 15 Minuten. Ich stehe leider auch nicht bei, wie dick das jetzt genau sein soll. Aber damals auch nicht drauf geachtet. Versuch's mal so viereckig und ich lebe immer noch. Dann würde ich sagen, ab damit in den Backofen. Da steht extra drin, dass das gut ist, wenn am Rand die Sachen überstehen. Ich habe das Gefühl, dass ein ganzes Backblech klüger wäre. Mal kurz das Backblech sauber. Also streichen wir jetzt das Ganze hier drauf. Jetzt streichen wir das Stunden drauf, später. Ungefähr gleich dick ist überall. Wunderbar. Aber auch. Okay, jetzt können wir wieder durchatmen. Aber jetzt es ist das Schlimmste nicht so dunkel. Das Einzige, was wir weil es so viel ist wahrscheinlich. Ne? Können, haben wir gerade geschafft. Ja, stimmt. So, wir machen mit der Milchcreme weiter. Dazu Butter und Zucker in einer Schüssel wieder mit dem Handrührer oder in der Küchenmaschine auf hoher Geschwindigkeit richtig fluffig aufschlagen. Ja gut, die Butter mit dem Zucker, ne? So, warte mal. Butter und Zucker, genau. Dafür mache ich die Butter mal kurz in die Mikrowelle. Aber die Butter ist auch kalt und hart. Muss ich die Butter warm machen? Das macht doch sonst gar keinen Sinn. Damit kann man noch arbeiten. Butter ist jetzt ein bisschen das ist auch nicht weicher. So, Zucker. Das hat ein Gesicht. Ja, guck mal, jetzt geht das auch. Sonst hätte das doch gar nicht funktioniert. Dadurch, dass die Butter so hart ist, kann er jetzt ein bisschen durch die Luft spritzen, ne? Der Keuschhalsgürtel jedes Bäckers. Auf hoher Stufe, ja dann. Ja! Und jemand hätte es gebrauchen können. Das scheint mir so nicht richtig. Einfach Butter und Zucker mit einem Handrührer. Das ist ja echt doof. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Okay, das kann so nicht richtig sein. Ich muss halt nur länger, ich muss nur länger durchhalten. Ich muss nur länger durch. Okay, vielleicht macht das mehr Sinn, hier drin anzufangen. Ja. Okay, nun die abgekühlte Milchmischung und den Joghurt dazugeben und dann so lange schlagen, bis die Konsistenz Sahne hat. Hätte auch langsam einstellen können, den Milchmische hier. Der vielleicht auch gegangen. Also, ja. Aber das dürfte mit dem Zeug nicht so lange dauern, weil das ist wie Pudding. Das ist echt wie Pudding. Hey, wo kommt denn eigentlich das Vanillearoma rein? Hier, oder? Das wird hier komplett weggelassen. Ich nehme mal eine halbe Ampulle. Ups. Oh oh. Ja, ist eine Dreiviertel-Ampulle geworden. Ah, genau, eine ganze. Scheiße. Wie war das? Mehr ist doch immer besser, ne? Ja, ich mache ein ganz klein bisschen Extrakt. Dumm. Reicht bestimmt, hoffentlich. Ich habe keine Ahnung. Geil. Abrühren. Okay, so, sehr gut. Und jetzt wechseln wir nämlich auf die Schüssel wieder. Ja, das ist gut. Das ist jetzt unsere Milchcreme. Das ist viel zu viel für das bisschen Teig. Und jetzt kommt noch der Joghurt dazu und dieser geile Teig, in Anführungszeichen.
Und das jetzt weiterschlagen, bis die Masse die Konsistenz von geschlagener Sahne hat. Also, das Ding hier ist relativ... Also, weiß ich nicht, wie jetzt der Mixer reagiert. Also, der egal. Mixer reagiert. Wir machen das. Einfach weitermachen. War das schon fertig? Das hat halt theoretisch schon die Konsistenz von geschlagener Sahne, finde ich. Alter, ist ja crazy. Zieht euch das mal rein. So, Alexa hat gesagt, es ist vorbei. Es ist fertig. Und ich hol mal die Karre raus. Mal gucken, wie es aussieht. Ja. Oh. Sieht nicht schlecht aus. Ja, guck mal. Bram ist gespannt. 1,8 sieht auch gut aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Habt ihr gerade leider verpasst, wenn man die Kamera ausgegangen ist. Sieht aber gut aus. Der Teig ist fertig. Der ist auch vergleichsweise luftig, finde ich. Also fühlt sich gut an. Aber sieht auf jeden Fall nicht so aus wie bei einer Milchschnitte. Bei einer Milchschnitte ist der ja so rau. Der ist hier natürlich extrem glatt jetzt. Auf den Fotos war es auch sehr rau, aber gut. Wir müssen den Spaß einmal halbieren. Schneiden wir mal ein hier. Was ist da los? Wie sieht das voll gut aus? Was hast du denn erwartet? Oh, das sieht wirklich ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen krosch, aber wer weiß, wie das innen drin ist. Ja, aber wir nun eine Hälfte mit der Creme streichen. Das wieder. Ganze? Okay, gucken wir mal. Guck dir das mal an. Ja, Bram hat noch halb ihr. Ich würde sagen, das passt. Das ist viel zu viel. Oder er klappt einfach um bei der Hälfte. Schon viel? Holy shit! Okay, das kommt da wirklich alles sehr viel, drauf. Ne? Also die Füllung dazwischen ist mindestens genauso dick. Fühlt ein bisschen viel Creme. Für das hier. Ja, das, nee, aber das wir probieren das einfach mal. Wie beide hohe Milchschnitten dann halt drauf geschissen. Ja, guck dir mal, wie dick die Milch ist. Bis an die Ränder. Okay, ganz ehrlich, ja. Das ist ja ein Rezept. Das heißt, die Menge ist ja geplant, dass das nicht übrig bleibt. Vielleicht verwuchtet sich das gleich noch oder so. Ich habe keine Ahnung. Jetzt soll man das so drüber legen. Und dann abziehen. Es sieht aus wie ein, also XXL Mega-Milchschnitte können wir das heute eigentlich nennen. Das reicht für eine zehnköpfige Familie. Ich präsentiere Ihnen die Mega-Milchschnitte. Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Rest? Da kannst du ja einfach so weglöffeln. Also ich meine, ein Stückchen werde ich auf jeden Fall davon weglöffeln, aber kommt die andere Seite da drauf. Und dann könnte man sehen, nee, das ist zu dünn. Da muss noch richtig was drauf. Weißt du was? Ballern muss das. Das ist keine Milchschnitte, das ist ein Milchbomber. Das Verhältnis stimmt ja sonst einfach nicht. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Für später. Sieht doch gut aus. Das ist meine Milchschnitte, oder? Das ist mal... Ja. Alter, würde ich am liebsten so jetzt einfach mal reinbeißen, ne? Ich finde übrigens, die Füllung schmeckt extrem nach Butter. Schmeckt sehr butterig. Naja, kommen wir jetzt in den Kühlschrank und dann gibt es die Verkostung. Die große Milchschnitte soll es am besten über Nacht in den Kühlschrank geben, bevor wir sie schneiden. Dann wartet für heute Abend. Dann lassen sie jetzt stehen, bis sie abgekühlt ist. Anschließend kommt die in den Kühlschrank und morgen früh, kurz vor den Aufnahmen, schneiden wir die, probieren wir die. Bis dann. Oh nein. Jetzt bin ich morgens früh aufstehen. Schnittchen fertig. Wow. Tada! Aus dem Kühlschrank eine Nacht ziehen lassen. Oh, jetzt hat die und auch diese Konsistenz oben. Ist ein bisschen oben. Weicher geworden. Also die waren jetzt knapp 3 Stunden im Kühlschrank. Ich habe mir jetzt mal ein Stück abgeschnitten. Wir sind dick geworden. Okay. Nee, geht eigentlich. So ist es geworden, nachdem wir es eine Nacht haben im Kühlschrank stehen lassen. Hier ist ein bisschen rausgelaufen, das ist okay. Sieht gut aus. Also natürlich jetzt nicht so die typische Milchschnittenform, aber ist okay. Mit einem Messerchen. Milchschnitte à la Dennis. À la Dennis. So. Oder Sack Pepin. Diese Milchschnitte ist optisch ganz cool, passt natürlich größentechnisch absolut gar nicht, aber der Teig sieht wirklich sehr schön fluffig aus. Und die Buttercreme sieht auch gut aus, beziehungsweise die Milchcreme, wie auch immer. Wir haben allerdings schon festgestellt, weil ich ja schon, als ich die probiert habe, fand, dass die so ein bisschen komisch schmeckt, diese Milchcreme, dass die Butter Geschmäcker angenommen hat, die den Geschmack ein bisschen verfälschen. Das konnten wir deswegen herausfinden, weil die Mikrowellenabdeckung, da klebte noch ein bisschen Butter dran. Da haben wir probiert. Schmeckte nach Knoblauch. So, das ist natürlich ein bisschen bitter, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht ist ja jetzt durch den Kühlprozess alles geil geworden. Das ist die dickste Milchschnitte, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ich würde eigentlich keine Punkte geben, weil es deine eigene Schuld ist. Die gute Knoblauch-Milchschnitt. Aber nicht schon milchschnittig. Ne, Milchschnitte ist ja doch nicht. Schmeckt wie Kuchen mit nur die Füllung, also das ist nicht oben drauf, sondern ist so mittendrin. Ich meine, schlecht schmeckt es nicht. Ob ich das jetzt nochmal mache, bezweifle ich sehr stark. Besser schmeckt es jetzt auch nicht als eine Milchschnitte, oder? Nee, könnte ja auch sein.
Ja, deswegen gibt es von mir eine 4,5 von 10 Christians. Das ist ja auch noch Betriebsgeheimnis. Ja, also, ja, mache ich halt nicht mehr. Also, muss ja auch schnell. Richtig. Werden. Willst du dich dem nicht anschließen? Nee, ich würde es besser bekommen. Mit? 6,5. Ja, okay, ja, schade, ich gebe trotzdem die Wertung vor, deswegen 4,5. Okay, das ist strange. Wow. Die Milchcreme kommt sehr hart ans Original ran. Der Biskuitteig schmeckt ein bisschen anders, der ist nicht so, so fluffig. Ich glaube, beim Unterheben ist vielleicht ein bisschen zu viel kaputt gemacht worden von mir. Aber es ist nicht schlecht. Es ist aber auch nicht eine Mega-Shit. Wenn ich das nachmache, ich gebe mir 6. Von Bram. Ja, ich gebe mir 6. Das ist okay, kann man machen. Ist bestimmt für den einen oder anderen ein anständiges Dessert, aber ich bin nie so der Milchschnitten-Fan gewesen. Also dementsprechend ist das auch nicht mein geilstes. Deutlich besser geworden, meiner Meinung nach. Das geht eigentlich klar. Okay, ich bin positiv überrascht. Das ist eine gute Milchschnitte, aber es ist halt ein Dessert. Deswegen gebe ich 7,5 von 10 Punkten. Okay. Ja. Ja. Also ich bin jetzt nicht der mega Milchschnitten-Fan. Das kriegt solide 6 von 10 Punkte von mir. Ist schon in der Richtung, nicht super nah dran, aber auch nicht super weit weg. Deshalb würde ich mal hier 6 von 10 Punkte geben, weil ist okay. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wenn ihr Bock habt, schaltet beim React auf jeden Fall ein am Donnerstag. Und ganz ehrlich, ja, heute gibt es keine vernünftige Abmoderation. Es ist viel zu spät. Und damit meine ich zu früh. Ich lege mich wieder ins Bett. Bis dann. Tschüss. Ja. Ja. Gut. Verarscht, ich muss arbeiten. Hat er gesagt, scheiße, ich muss arbeiten? Verarscht, ich muss arbeiten. Was? Schnitt der Arbeit. Das kannst du auch später aufnehmen. Ja, genau. Gut, mit der Folge konnte ich mich anfreunden, außer dass Frau Eieruhr, also ich meine Jay, gefehlt hat. Ja, Frau Eieruhr hat gefehlt. Sag's, wie es ist. Ja, Frau Eieruhr, wie kannst du nur? Hätte ja bei jemand anders auftauchen können, am wenigsten. Ja, Hanni hat auch gefehlt. Ja. Aber Emma hat auch gefehlt. Ja, aber das seine Frau war mal da. Ja, aber Emma auch nicht. Ja, war kein Zwiebelschneider, ja, okay. War nichts wirklich zu futtern für sie. Ja, stimmt. Kein Fleisch. Ja. Ja. Die müssen mehr richtig kochen. Ja, aber es ist ja kaum was schiefgegangen, bis auf am Anfang mit der Milch. Ja, wow. Unbefriedigend. Ails, ja. Ails sehen. Oh. Fails, Frau Eieruhr, Emma. Ja. Damals war alles besser. Vor 2 Wochen war alles besser. Letzte Woche ja auch noch. Ah, nee, stimmt. Letzte Woche war vorher schon komisch. Nee. Stimmt. Na, egal. Aber ich werde es nicht nachkochen. Nee, ja. Das ist auch, also es ist auch nicht so, also ich esse es so auch schon gar nicht. Oh, mein Herz. Ja, ich habe eine Zeit lang, habe ich es mal gegessen so, aber da war ich noch Milchschnitte aus dem Kühlschrank. Ja, aber ich habe da nie so Hunger drauf auf Milchschnitte. Das ist halt, nee. Mm-mm. Da so, lieber so ein Pinguin. Schnelle Atmo, denn ich bin Tante und meine Nichten möchten nach Hause. Oh Gott. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr das guckt. Vergesst nicht. Milchschnitte, Team Pinguin, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, Abo, supportet uns. Glocke, abonniert mich auf Twitch, smash 7007, wenn ihr eine Webcam von mir sehen wollt. Das Abonnieren geht noch nicht, aber Follow erstmal. Ach, Entschuldigung. Ab 100 Follower kommt die Webcam. Genau. Und dann hat das auch Auswirkungen natürlich hier drauf, dann seht ihr das hier auch. Ja. Ja, in dem Sinn, bis nächste Woche. Bin ja auch. Bin mal gespannt, was da dann kommt und ob Frau Eier wurde da ist und Emma und. Bis dahin dann. Ciao.